musste man ja dem Bauherrn hier Bauöffnungen und jetzt natürlich also überwiegend schön. Jetzt das letzte Mal, damit er in sein Haus kommt. Hier hat sich Herr Klitschko für ein paar Millionen eingemietet, also einer von denen. Und der Bauherr, der soll eine Stasi-Akte haben. Und dann weiß man eventuell, wie diese Baugenehmigung überhaupt zustande kommen konnte. Aber nichts Genaues weiß man. Das sind schon die Deutschen, ne? Ja. Und jetzt geht es natürlich da drüben weiter, wie man schön sehen kann. Und man wehrt sich mit Händen und Füßen, speziell auch die, die sich um den Erhalt dieser Eastside generieren, kümmern, dagegen, dass dieser ganze Uferbereich jetzt nach und nach bebaut wird. Aber Hans-Jürgen befürchtet, dass das nicht erfolgreich sein wird auf Dauer. Aber schauen wir mal. Genau.